Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen zu meinem kleinen Energy Drink Video. So, es ist natürlich wieder Zeit für ein Commentary und heute reden wir mal über die sogenannten Monster Energy Drinks. Aber erstmal schaue ich so lange, was passiert ist. Kannst du mir Geld schenken? Ja, Geld schenken, das sieht nicht so gut aus. Also ich habe 40 Dollar. Die könnte ich dir schenken, aber das ist ein bisschen wenig. Dieser Schnelle ist ja schneller weg, als du denkst. Also, Rockstar, Energy Drinks, Red Bull und die ganzen anderen Marken, die werde ich heute jetzt mal ein bisschen besprechen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Dauert das immer so lange, bis man hier reinkommt? So, wunderbar. Geht doch schon los. Super. Also, fangen wir mal an. Wie ihr alle kennt, gibt es die verschiedensten Marken von Energy Drinks. Und was mir aufgefallen ist, dass die ganzen Energy-Produzenten wirklich auf eins Wert legen. Und das ist einfach das Design. Sind wir doch mal ehrlich, das Design sieht doch mal absolut geil aus. So edelschwarz oder mit so einem komischen Nashorn drauf. Wir gucken nur das Produkt an und wir wollen das kaufen. Hey, Mama, Mama oder hey, Papa, ich will das haben. Ja, selbst die ganz Kleinen möchten das unbedingt mal trinken, weil es einfach interessant aussieht. Und weil sie es trinken dürfen und aus dem Grund möchten die das haben. So, jetzt lasst ihr mich nicht mal hoch, das ist aber echt mal, sowas nenne ich mal Team, das ist doch mal Teamgeist. Vielen Dank auch, dass ihr mich jetzt hier sterben lasst. Hortet ihr euch hier oben voll oder was? Was ist denn hier los? Finde ich nicht in Ordnung. Ich wollte hier gerade die Treppe hoch. Also, ja, ihr kennt ja alle das Hauptprodukt, das ist Red Bull. Wir warten hier. Oh! Nee, niemals. Ihr kennt ja alle das Hauptprodukt, das ist Red Bull. Und die machen ja Werbung mit Extremsport. Also wirklich Extremsport. Ja, der Stratos-Sprung von Felix Baumgartner oder hier Basejump-Videos. Ist ja meistens auch der Red Bull-Fallschirm dabei. Ist so. Ist so und das ist natürlich die Werbematsche von Red Bull. Ja, höher, besser, weiter. Unendlich gibt's ja gar nicht. So. Jetzt sehe ich gerade den Feind vor mir. Den holen wir uns nämlich jetzt. Gut, dass ich hier die Doppelwaffe habe. What? Juhu, Eikel, jetzt kann ich wieder zu euch hoch. Hey, Jungs, ich komme hoch, gell? Heil mir die Sicht frei. Dankeschön. So. Jetzt bin ich hier nämlich schon mal sicher. Jetzt bin ich wieder bei meinen Teamkollegen. Oh, es sind schon 4 infiziert. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier das überleben. Also, genau. Dann gibt es natürlich noch Rockstar Energy Drinks. Finde ich eigentlich das Schmackhafteste. Also wirklich, Rockstar, das schmeckt mir wirklich am besten. Das hat noch so einen Kaugummi-Geschmack, Zuckergeschmack und einen Touch von Red Bull. Und ich finde auch, das sieht am besten aus. Dann gibt es das Monster Energy Drink. Das trinke ich überhaupt nicht. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Ja? Das liegt jetzt nicht daran, dass das Montana Black 88 in seinem Kühlschrank liegen hat und dass das er immer posten muss, dieser liebe Montana. Nee, das interessiert mich nicht. Mir schmeckt's einfach nicht. Ist Dreck. Red Bull, was soll ich mit dem Scheiß? Ist mir viel zu teuer. Bäh. Ich bleib bei meinem Rockstar und dieses Rhino-Scheiß da, dieses Nashorn, diese kleine Nashorn-Dose da, die schmeckt ja auch mal. Voll beschissen. Also, dass man sowas trinken kann, ich weiß nicht. Also, da muss man wirklich schon 5,5 Promille im Blut haben, wenn man das trinken will. Also, für mich ist das beste Hauptprodukt Rockstar Energy Drink. Ach, das schmeckt ein... Ah! What the fuck? Ah! Nein, du Opfer! Sorry, hab ich wieder Opfer gesagt? Das sagt man nicht. Opfer sagt man nicht. Sowas gibt's nämlich gar nicht. Es gibt keine Opfer. Es gibt nur Täter. Oder? Da ist doch was Wahres dran. Es gibt keine Opfer, aber es gibt nur Täter. So sieht's aus. Also. Was redet der denn da oben? Ich verstehe den gar nicht. Könnt ihr den verstehen? Ah! Durch mein Headset höre ich den gar nicht. Ach du Scheiße, Leute. Jetzt bin ich so ein scheiß Zombie. Das bin ich überhaupt nicht gern. Bin ich überhaupt nicht gern, sag ich euch, wie es ist.
Weil man eigentlich keine Chance hat, weil ich jetzt sowieso gleich getötet werde. Jetzt kann ich euch aber nochmal eine kleine Taktik zeigen, wie ihr das am besten macht. Ihr haltet die Fackel so in der Hand. So, platziert sie. Guckt auf den Arsch von Lauschitiriop. Und greift dann an! Greift dann an! Natürlich, das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Ja, und so sterbt ihr übrigens. So. Wir können, aber hey. Hey, moin moin. Ich würde dir immer raten, eine taktische Flagge einzusetzen hier. So, ich gehe jetzt da lang. Eigentlich ist es jetzt nur noch ein Ding von Sekunden. Ach du Scheiße. Guck mal, das ganze Team da oben hat sich da oben verkämpft. Jetzt ist doch mal Spaß hier. Ah! Hey! Lauschitrop, das bringt nichts. Lauschitrop, geh hoch, Lauschitrop. Ja, wir haben es eingenommen. Nein! Alter! Die gewinnen! Wir haben noch 1 Minute 3. 1 Minute 3, Leute. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall einnehmen. So. Zack. Ist mir egal, wie lange ich aufnehme dafür. Das wird eingenommen, das Teil. Das andere Team macht sich jetzt auch schon bereit. Alter, dieser Camper, der gehört gebannt für immer und ewig. Alter, der Camper gehört gebannt. So einfach sieht das aus. Bannen, fertig. Mein Gott, echt. Aber ihr seht schon, es sind jetzt nur noch drei Leute drin. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Bei so einer ganzen Horde macht das was. Lass mich mal hier weg. Nee, Lausch, jetzt bin ich mal am Start. Der muss erstmal durchatmen. Ja, geschafft. 12 zu 0, Leute. Moin, moin. Also Leute, das war's wieder. Infiziert 12 zu 0. Und jetzt könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr gerne trinkt hier. Ob ihr lieber Red Bull trinkt oder Monster Energy trinkt, dieses Rhino-Scheißzeug und so weiter. Für mich ist das beste Produkt immer noch das Rockstar Energy Drink. Wow, geiles Zeug. Das schmeckt wenigstens und flasht nicht so wie die anderen irgendwie. Weil bei den anderen, da schlägt mein Herz immer so schnell. Ich weiß auch nicht warum. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Gamescom. Und ciao.